Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Und herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Macht es euch einfach bequem. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und deswegen würde ich euch direkt am Anfang doch bitten, diesem Video ein kleines Däumchen nach oben zu geben. Und wenn euch der Content gefällt, dann könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne ein Abo dalassen. Das kostet euch nichts, aber mir bedeutet es halt sehr, 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 sehr viel. Und ich habe gerade gedacht, ach, lass uns doch einfach mal nochmal einen Look schminken. Ich mache mich gleich auf den Weg und schaue mir an, was es so für neue Blumen gibt. Und da dachte ich, da muss ich noch ein bisschen was ins Gesicht fassen, ne? Also, wichtig. Ihr Lieben, ich werde jetzt zuerst mich ein wenig abpudern. Augenbrauen habe ich schon drauf gemacht, Foundation ist auch drin mit Primer und jetzt mache ich mir einfach erstmal eine Schicht Puder ins Gesicht, damit sich einfach der Teint ein bisschen ebnet, dass alles ein bisschen gleichmäßiger ist. Das ist wie immer mein Lieblingspuder, ich komme einfach nicht von dem ab und ihr seht, der hat auch schon wieder hit the pan, aber naja. Er ist mein Lieblingspuder und ich finde, der passt farblich einfach sehr, sehr gut zu mir, weil er macht nicht zu blass, er tönt ein bisschen die Haut, so, und das Ganze sieht dann direkt ein wenig ebenmäßiger aus. So, da gehen wir nochmal lang, okay, so. Dann habe ich mir heute gedacht, wir werden folgende Palette schminken. Und zwar hier eine, die habe ich schon ganz lange, aber habe sie noch nicht ausprobiert. Das ist die Emerald Obsessions von Huda Beauty. Die schreit meinen Namen. Und deswegen werde ich mir die jetzt aufs Auge geben. Und, ach, schaut mal, ist es nicht toll? Alles frisch gewaschene Pinsel. Ich bin begeistert jedes Mal. Huch. Dann sollte ich aber auch die richtigen Pinsel nach vorne packen. So, wir nehmen, auf die Entfernung sehe ich die jetzt nicht. Ich gehe nach Gefühl. Ja, das ist er. Ich fühle es einfach, ne? Also, als Base aufs Lid gebe ich mir diesen wunderschönen Mintton, der aber so ein bisschen silbrig, nicht glitzernd, aber ein bisschen. Ja, gräulich kann man schlecht sagen, aber ein sehr, sehr schönes Mint, das eben nicht aber so schreiend ist, sondern ein bisschen zurückhaltend. Und ja, da sieht man schon, die funktioniert. So. Okay. Mal gucken. Ein bisschen mehr könnte ich da doch hinmachen. So, jetzt sieht man auch genau, wie das ist, wenn das so in die Falten reinkriecht. Direkt rausholen, direkt nochmal verräumen, ein bisschen verblenden, dann funktioniert das schon. So, guck mal, wir haben keinen Kickback. Das ist der Hammer. Diese Paletten sind einfach wunderschön. Also neben Natasha, was ja jeder weiß, ist Huda Beauty von den Lidschatten her auf jeden Fall ein großer Favorit geworden. Ich habe zwar bisher keine große Palette. Ich wollte mir immer schon mal die Rose Quartz holen, aber ich weiß nicht, irgendwie je älter ich werde, desto mehr stehe ich auf weniger Auswahl. Ich finde, daraus kann man mehrere wunderschöne Looks machen und dann wäre ich doch dumm, wenn ich dann so große Paletten kaufe. Sehr schön. Kein Kickback, kein Fallout. Hier bin ich wieder drunter gegangen, wie immer. Naja, okay, zum Abdunkeln nehme ich erstmal den Braunton hier. Haben die eigentlich einen Namen? Nö, ich glaube nicht. So, den tüpfe ich mir ins Lid und zwar da, wo die Augenbraue auch aufhört, ne? Seht ihr? Und dann gehe ich ein bisschen hier lang. Einfach. Damit wird es auch direkt etwas tiefer, weil hier hinten ist die dunkle Farbe. Und nach vorne hin wird sie eben direkt ausgeblendet, indem man sie einfach mit leichten kreisenden Bewegungen aufträgt.
So, das mache ich hier dann auch. Ich hoffe, das Bild ist jetzt gerade, weil ich habe mich gerade blöderweise auf mein Stativ gesetzt. Ich weiß. Und jetzt, das Stativ lebt noch, aber oben diese Halterung fürs Handy, da bin ich mir nicht sicher, ob die noch gerade ist. Aber egal. Das, ich muss mir dringend dann mal einen neuen, nur so einen Aufsatz holen. Ich hoffe, das kriegt man einfach. Ein neues Stativ wollte ich mir nämlich eigentlich nicht kaufen. Vor allem ist es so, da sind mehrere Höhen drin und sowas. Kann man schön auseinanderbauen. Das, naja, okay, Pech gehabt. So, ich bleibe bei dem Pinsel. Jo. Weil ich gehe jetzt in diesem grünen Ton und trage mir den direkt daneben auf. Und verblende den auch in den braunen Ton rein. Damit das hier noch ein bisschen tiefer wird. Genau. Wunderschöne Farbe. Finde ich sehr, sehr schön. Nehmen wir. So. Okay, ich gehe noch ein bisschen hier rüber. Ja, das sieht gut aus. So, und jetzt gehe ich direkt in die Glitzertöne rein. Und zwar werde ich hier einen dunkleren Glitzerton nehmen, den hier in der Mitte. Und dann werde ich nach vorne hin eben ein wenig heller. Okay. Wow. Ach, ist der hübsch. Sehr schön. Und jetzt sieht man direkt, wo ich auch mit dem nächsten Ton hingehen werde. Nicht vergessen, die Kante reinzunehmen, ne? Sehr schön. So. Und natürlich brauche ich wieder ein Läppchen. Wie immer. Also was das angeht, bin ich echt so ein Gewohnheitstier, dass ich mache das so seit Jahren und dann mache ich das so. Sehr schön. Also mit neuen Make-up-Techniken habe ich es nicht, ganz ehrlich. Also ich habe mich schon sehr weiterentwickelt, weil, wie gesagt, ihr habt ja in der Palettenparty gesehen, dass ich sehr, sehr viele Experimente auch hatte. Wobei ihr meine richtig schwarze Phase noch gar nicht gesehen habt. Die kommt noch. So, und hier vorne werde ich mir jetzt mal den hier aufgeben. Dann nehme ich mal einen Pinsel. Mal gucken. Ja, weil ich möchte das doch recht fein arbeiten. Wow. Boah. Der ist so schön. Also wenn ihr die nochmal irgendwo bekommt, also im normalen Handel ist die so nicht mehr zu kriegen. Aber es gibt ganz viele, die die auch bei Vinted oder bei eBay Kleinanzeigen oder so verkaufen. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Die ist echt schön. Wow. So, ich mache den Glitzer ein bisschen am Handrücken einfach so ab. Ha, jetzt juckt mir mein Ohr. Und dann nehme ich diesen hellen Ton und mache mir den in den Inner Corner. Oh ja. Wunderschön. Wunderschön. Und unters Auge bleibe ich grün. Ich nehme hier diesen Ton nochmal, den dunklen grünen Ton. Mach mal den leicht unters Auge. Versuch das hier zu verblenden auch direkt. Also in den Übergang zu machen.
Sehr schön. Guckt, dass ihr nicht zu weit nach vorne kommt. Ich bin hier jetzt gerade ein bisschen zu weit nach vorne gekommen. Okay, da an der anderen Seite auch. Moment, jetzt nehme ich nochmal den hellen Ton und mache mir den hier etwas weiter rein, weil das öffnet das Auge. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Das ist jetzt ein bisschen ziemlich gelb in der Mitte, aber das wird sich auch noch ein bisschen. Ich verreibe das noch mal ein bisschen. Ich bin es einfach gewöhnt, das mit den Fingern aufzutragen. Es hilft nichts. Ne? Also, so. Ach nee, Quatsch, den will ich erwaschen. So. Ja, das gefällt mir gut. So, jetzt nehme ich noch meine Wimperntusche. Meine im Moment Lieblingswimperntusche. Tut mir leid, dass ich da nicht besonders variabel bin gerade, aber die macht einfach wunderschöne Wimpern. Schön. Das mag die Claudi. Jawohl, okay. Dann ziehe ich mal eben die Brille an, die übrigens dieselben Farben hat, ne? Ich. Sehr cool. Ja, oh ja. Oh, ja, sehr schön. Okay, als Blush. Was nehme ich denn als Blush? Der pinke, der gefällt mir jetzt nicht so gut. Schauen wir doch einfach mal, was ich hier habe. Ich habe hier die. Nee, das ist mir auch zu pink dazu. Ich hätte doch gerne einen etwas zurückhaltenderen. So, mal eben gucken. Habe ich hier. Ja, da habe ich den. Den alten Cheek Lover. Ich glaube, der passt farblich sehr gut dazu. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich nicht von allem immer Backup, ne? Den gibt's ja nicht mehr. Und es tut mir immer weh, wenn ich ihn benutze, weil ich denke so, oh nein, es wird eines der wenigen Male sein, wenn ich den noch benutzen werde. Aber, tja, so ist es. Sehr schön. Ja, das gefällt mir. So, mal zumachen. Und jetzt gucken wir noch mal nach deinem passenden Lippenstift. Da habe ich ja die kleinen von Huda. Ja. Nee, ich hätte gerne einen, der etwas zurückhaltender ist. Ich nehme hier den hier. Genau. Den nehme ich. Das ist der 003 Moon von den Glifterloss. Lifterglossen, so. Der ist sehr, sehr dezent. Der macht mich jetzt nicht glücklich, oder? Ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ich habe ja hier auch diesen Topaz. Der, ja, ich nehme mal den drüber. Mal gucken, wie der so ist. So.
Das sieht besser aus. Wobei der auch noch sehr zurückhaltend ist. Ich bin das einfach. Viele sagen so, nein, wenn man die Augen schminkt, dann soll man die Lippen zurückhaltend machen. Ey, warum habe ich das Zeug, ne? Okay, aber ich finde den Look sehr, sehr schön. Ich werde mir nachher irgendwas anderes auf die Lippen machen. Ja, der ist ein bisschen, das sieht aus wie nichts, oder? Sieht aus wie nur so nur Gloss. Also der Petal ist einfach mein Lieblingsgloss aus der Reihe und ich habe fast alle. Aber der Petal, also der 005, da muss ich gucken, dass ich mir den nochmal im Backup hole, weil den liebe ich über alles und der macht einfach ein wunderschönes Gesicht, also einen schönen Look. So, und jetzt schauen wir uns noch einmal. Oh. Sorry, dass ich immer so total, aber ich finde auch, ich habe die Kanten direkt gut verblendet, dass ich da gar nicht mehr so drüber gehen muss. Deswegen, das lasse ich jetzt auch so, weil ich finde das sehr, seht ihr das, dass es sehr so ineinander übergehend ist? Ich mag das, ist wirklich gut gelungen heute und deswegen lassen wir das jetzt auch so. Und jetzt zeige ich euch nochmal den Look so, dass ihr den nochmal sehen könnt. Genau. Und ja, ich finde es richtig schön. Ja. Okay, ihr Lieben, ich wäre dann schon fertig für heute, also für jetzt. Ich werde nachher noch ein Paket auspacken. Ich habe die Glossy Box immer noch nicht ausgepackt. Ich habe die Pink Box noch nicht ausgepackt. Mal schauen, dass ich das nachher nachhole, damit ich hier auch mal die Kisten alle wegkriege. Und ja, dann sehen wir uns ja auf jeden Fall nochmal. Und am besten lasst ihr die Glocke aktiviert und seht ihr, wenn ich eben wieder online bin und ein neues Video hochgeladen habe. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Abend, es ist Mittag. Wie viel Uhr ist es? Es ist 11 Uhr und ich wünsche einen guten Abend. Ja, super. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Kommt gut ins Wochenende. Das habt ihr euch verdient wieder. Und es ist ja auch ein langes Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob in Österreich auch langes Wochenende ist. Habt ihr am 1. Mai auch frei? So wie ich? Immer? Am Geburtstag? Okay. Hier sind jedenfalls auch ein paar Päckchen angekommen. Und ich freue mich total. Die werden wir natürlich zusammen auspacken. Ich bin sehr neugierig, aber ich kann mich immer sehr gut zurückhalten, was das angeht. Naja, jedenfalls wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bleibt oder werdet bitte ganz schnell wieder gesund. Das ist das Allerwichtigste. Ansonsten, ja, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Mua. Tschüss.